Moin moin und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Goblomo und heute stelle ich euch die Tankhexe vor. Und die ist must have in jeder Gruppe, die Greater Rifts 40 plus machen wollen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Equip. Ihr braucht wirklich nicht viel, das meiste könnt ihr euch wirklich selber herstellen. Das, was ihr euch nicht herstellen könnt, was ihr unbedingt braucht, ist die Tiklandische Fratze. Warum braucht ihr sie? Das erkläre ich euch. Und zwar wegen dem sekundären Stud. Entsetzen erfüllt Gegner in eurer Nähe 8 Sekunden lang mit Furcht und macht sie bewegungsunfähig. Cool. Normalerweise macht Entsetzen, dass die Gegner vor Furcht wegrennen, aber die Maske macht, dass sie wirklich auf einer Stelle stehen bleiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Pyranado einfach zünden und dann stehen die alle schön still auf einer Stelle. Alle weiteren Mitglieder deiner Gruppe können dann wunderbar Schaden auf die machen. Ohne dass sie gestört werden oder dass sie Schaden erleiden. Das geht bei jedem Elite-Gegner. Nur beim Rift-Boss wird es knifflig. Da könnt ihr leider nichts machen. Da könnt ihr halt nur die Gruppe supporten mit ein bisschen mehr Schaden. Dass der Boss ein bisschen mehr Schaden erleidet. So, was brauchen wir für die ganze spaßige Geschichte? Wir brauchen natürlich Asharas Wehr. Und zwar wegen den Set-Bonis. Wir brauchen Zähigkeit, Zähigkeit, Zähigkeit. Zähigkeit ist alles. Hier haben wir 100 Widerstand gegen alle Schadensarten und nochmal 20% Leben bei Asharas Set. Da nehmen wir zwei Teile. Durch den Ring des königlichen Prunks haben wir halt den Dreier-Set-Bonus. Wunderbar. So, dann kommen wir zu Borns. Das brauchen wir auch noch. Der macht nämlich das Set. Bringt uns nämlich nochmal 15% Leben und reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 10%. Brauchen wir, weil natürlich Entsetzen eine Abklingzeit hat. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir den Buff immer aufrecht halten. Und das tun wir in diesem Falle durch das Born-Set. Im Kopf habe ich natürlich den einen Diamanten drin, der reduziert auch nochmal die Abklingzeiten aller Fertigkeiten. Und das müsste eigentlich schon ausreichen. So, kommen wir zum nächsten Set-Teil, das wäre Aukills, auch nochmal sehr defi. Reduziert den durch Distanz erlittenen Schaden um 7% und reduziert den durch Nahkampf erlittenen Schaden um 7%. Wunderbar. Reduziert auch nochmal den durch Elite-Gegner erlittenen Schaden um 15% und erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 15%. Was wir eigentlich nicht brauchen, weil wir selber machen keinen Schaden. Wir supporten wirklich nur, wir sind ein reiner Supporter. Dazu haben wir noch natürlich Kapitän Karmesins Set. Haben wir zwei Teile an. Und zwar aus folgendem Grunde. Regeneriert 2000 Leben pro Sekunde. Auch schön. Reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten nochmal um 10%. Und wir haben nochmal 50 Widerstände gegen alle Schadensarten. Und reduziert die Ressourcenkosten um 10%. Das heißt, wir können alles nochmal schön rausnuken. Wir haben nochmal schön Def drauf. Und die Abklingzeiten wurden nochmal reduziert. Ja, das sind die Sets, die wir tragen. Und jetzt können wir variieren. Guck, jetzt haben wir noch das Schild. Da habe ich zum Beispiel, was Besseres habe ich noch nicht gefunden, aber ist relativ defi, ein Elfenbeinturm-Schild. Da habe ich halt, das ist noch mit meinem Krieger gewesen, da ist Stärke drauf gewesen. Habe ich Vita drauf und 14% Leben drauf gerollt. Und da war von vornherein ja noch 565 Rüstung drauf. Supergeil. Gibt es aber bestimmt noch andere und bessere Geschichten. Zum Ring, der ist auch variabel, je nachdem, was ihr haben wollt, beziehungsweise je nachdem, was euch Zähigkeit bringt, immer raufhauen. Hier habe ich halt jetzt einen Ring, den habe ich mit meinem Demon Hunter gefunden. Da ist Geschicklichkeit drauf, Vita, Widerstände gegen alle Schadensarten und natürlich raufgerollt 15% Leben. Super gut. Und ich habe das Auge von Edlich. Das Auge von Edelich ist halt auch super defi. Da ist nochmal Intelligenz drauf, Vita und 16% Leben. Und natürlich der sekundäre Effekt ist natürlich sehr, sehr schön. Reduziert den durch Distanz erlittenen Schaden um 30%. Das ist halt auch nochmal sehr, sehr defi. Schön, schön. Okay, kommen wir zu den Steinen, die wir auch benötigen. Und zwar wäre das der wichtigste Stein ist hier. Esoterischer Wandel. Nicht physischer Schaden wird um 26% reduziert, weil in meinem Fall, der ist erst auf 32, den kann man noch ordentlich nach oben drücken. Und natürlich, wenn ihr über weniger als die Hälfte eures Lebens verfügt, werden eure Widerstände gegen Kälte, Feuer, Blitz, Gift und Arkan um 75% erhöht. Ziemlich cool.
Also eigentlich auch unsterblich. Also ihr könnt nichts. Also ihr könnt auch theoretisch überall drin stehen bleiben, je nachdem, welche Stufe ihr spielt. Ne? 40 plus ist natürlich schon knifflig, muss man mal aus manchen Sachen rausgehen. Hier haben wir den Magenstein eines geschmolzenen Gnus drin. Und zwar macht er regeneriert 36.000 Leben pro Sekunde, je nachdem, wie hoch ihr ihn habt. Ich habe ihn jetzt erst auf 26. Und wenn ihr 4 Sekunden lang keinen Schaden erleidet, erhaltet ihr ein Schild, der 200% eures maximalen Lebens pro Sekunde absorbiert. Bam. Was soll da noch schief gehen, würde ich sagen, ne? Kann eigentlich nicht passieren. Und wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal an einem kleinen Beispiel in einer Map, wie das Ganze vonstatten geht. Aber vorher kommen wir zur Skillung. Und zwar, was brauchen wir? Wir nehmen natürlich Heimsuchung rein auf linke Maustaste. Ein Geist sucht einen Gegner heim und fügt ihm im Verlauf von 12 Sekunden 4000% Waffenschaden als Giftschaden zu. Wenn der Gegner stirbt, geht der Geist auf einen anderen Gegner in der Nähe über. Natürlich nicht schlecht. Wir selber machen aber eigentlich weniger den Schaden, ne? So, das Wichtige ist halt die Rune. Erhöht den durch allen Quellen erlittenen Schaden von heimgesuchten Gegnern um 20%. Das heißt, die Gruppe wird nochmal stärker. Super. Dann zeige ich euch nochmal eben die Rune. Das ist halt der vergiftete Geist. Ja. Dann haben wir auf der rechten Maustaste natürlich, um die Gegner zusammenzuziehen, die Piranhas. Beschwört einen Schwarm tödlicher Piranhas herbei, der im Verlauf von 8 Sekunden 400% Waffenschaden als Giftschaden verursacht. Betroffene Gegner erleiden zusätzlich um 15% erhöhten Schaden. Das heißt, ihr macht nochmal 15% drauf. Heimgesuchte 20%, da nochmal 15%. So, eure Gruppe ist auch nochmal um einen Ticken stärker geworden und bereichert worden. So, dazu habe ich natürlich drin den Piranado. Der Piranha-Schwarm wird zu einem Tornado aus Piranhas, der 4 Sekunden lang anhält. Gegner in der Nähe werden in regelmäßigen Abständen in den Tornado hier hineingezogen. Damit könnt ihr sie wirklich auf einer Stelle halten. So, und alle anderen, dann laufen die Leute nicht immer so schnell weg, weil ihr haltet sie ja wegen eurer tiglandischen Fratze immer schön auf der Stelle. Super geil. Als nächstes haben wir auf der 1 habe ich die Zombiehunde. Beschwört 3 Zombiehunde aus dem Boden, die an eurer Seite kämpfen. Jeder Hund verursacht pro Treffer 30% eures Waffenschaden als physischen Schaden. Nicht wichtig. Das Wichtige an dieser Geschichte ist das Lebensband. Zähigkeit, 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 Leute. Eure Zombiehunde absorbieren 10% des von euch erlittenen Schadens. Buff. Nochmal Zähigkeit drauf, die euch nicht angezeigt werden. Ich zeige euch nochmal, welche Werte ich gleich habe. So, dann haben wir auf der 2 Geistwandler natürlich. Falls es mal wirklich knifflig sein sollte, was es eigentlich im seltenen Fall ist, ich nutze das mehr, um den Leuten schneller hinterherzulaufen. Habe ich natürlich den Geistwandler drin, der macht euch natürlich, verlasst euren physischen Körper und betretet 2 Sekunden lang die Geisterwelt. Innerhalb der Geisterwelt könnt ihr euch uneingeschränkt bewegen. Also ich kann wirklich durch alles durchlaufen und bin auch erstmal immun gegen jeglichen Schaden. Ne? Und habe dann natürlich die Rune Ausflug drinne, erhöht die Dauer von Geistwandler auf 3 Sekunden. So, dann können wir halt nochmal ein bisschen schneller und ein bisschen mehr vorankommen. So, wir nehmen jetzt die 3. Und zwar haben wir da drinne unseren wichtigsten Spell, und zwar Entsetzen. Setzt eine Geistermaske auf, die Gegner im Umkreis von 18 Metern mit Furcht erfüllt, wodurch sie 3 Sekunden lang bewegungsunfähig werden. Ziemlich cool mit der Fratze zusammen. Saugeil. Ich habe dazu die Rune noch drinne. Nach dem Wirken von Entsetzen erhaltet ihr 8 Sekunden lang 35% zusätzliche Rüstung. Nochmal Zähigkeit. Also wenn immer dieser Buff aktiv ist, habt ihr ordentlich Zähigkeit. Und die braucht ihr auch. Als nächstes, natürlich, wir sind weiterhin Supporter, haben wir den großer böser Voodoo drinne. Beschwört einen Fetisch, der einen rituellen Tanz aufführt, wodurch die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit aller Verbündeten in der Nähe 20 Sekunden lang um 20% erhöht wird. Natürlich haben wir da die Rune drinne. Tanz des Zuschlagens. Der Fetisch erhöht den Schaden von Verbündeten in der Nähe um 30%. So, bam, nochmal drinne. Nochmal mehr Schaden für die Gruppe.
Also mega guter Support und mega guter Tank. So. Das hätten wir zu dieser Skillung. Jetzt kommen wir zu den passiven Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und zwar haben wir natürlich drinne die Dschungelstärke und die reduziert sämtlichen Schaden, der von euch und euren Dienern erlitten wird, um 15%. Nochmal mehr Zähigkeit. Dazu haben wir noch drinne, wenn ein Gegner, also das ist hier das Einleit, wenn ein Gegner innerhalb von 20 Metern stirbt, erhaltet ihr 1% eures maximalen Lebens und Manas und die Abklingzeit aller eurer Fertigkeiten wird um eine Sekunde reduziert. Ihr könnt halt immer schön rausspammen. Wenn ihr einfach nur in der Mitte, ich stehe da sowieso in der Mitte und tankt das Ganze. Und wenn da irgendwas stirbt, reduziert sich die Abklingzeit, ne? Ziemlich cool. Dann haben wir natürlich, falls es wirklich mal gefährlich sein würde, Gefäß für deinen Geist, Gefäß für den Geist, reduziert die Abklingzeiten der Fertigkeiten, entsetzen Geistwandler und Seelenernte um 2 Sekunden. Das ist halt schon sehr, sehr nice. Und außerdem geht ihr automatisch 2 Sekunden lang in der Geisterwelt über, wenn ihr das nächste Mal tödlichen Schaden erleidet. Dort werdet ihr um 15% eures maximalen Lebens geheilt. Dort brauchen wir. Ne, wir spielen das Ganze hier auf Hardcore, dementsprechend ganz, ganz wichtig. So, der letzte Passiv ist körperliche Einstimmung. Und zwar erhaltet 70 physischen Widerstand für jeden Gegner innerhalb von 20 Metern. Die Reichweite dieses Effekts wird durch euren Goldsammelradius erhöht. Das heißt, ihr steht ja sowieso immer in der Mitte. So, und eure Widerstände gehen dann halt nach oben. Wenn die sich wirklich irgendwann mal bewegen sollten und euch eine nuschen, habt ihr halt den physischen Widerstand und ist in Ordnung. Kann man mal machen. Sich mal eine verpulen lassen. So, das war's zur Skillung. Das war's zum Equip. Kommen wir jetzt nochmal einmal zum Paragon. Und zwar habe ich hier auch alles auf Vitalität gesetzt, weil Zähigkeit ist einfach alles. Und nehmen wir. Dann habe ich als Offensiv natürlich die Ablenkzeiten auch nochmal reduziert, damit ich immer schön im Geistwandler, Entsetzen drücken kann. Zack, 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 zack. Auch natürlich gut für den Geistwandler, der ist dann auch ziemlich schnell wieder ready. Und als nächstes, ja gut, dann habe ich halt alles in Angriffsgeschwindigkeit reingedrückt. Ja, guck mal, einen Punkt kann ich noch verteilen, super. Ups, wollte ich gar nicht. Nochmal rein. So. Dann die defensiven Skills geht natürlich alles erstmal auf Widerstände, 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 Widerstände. Danach auf Rüstung und ganz zum Schluss kommt Leben nochmal hoch. So, dann haben wir, ja gut, Abenteuerpunkte, ne? Leben pro Treffer. Ich mache nicht großartig so die Treffer, deswegen das. Und als nächstes habe ich dann Flächenschaden. Eigentlich könnte ich, ja, Ressourcenkosten, wir verbrauchen eh nicht so viel. Da habe ich Flächenschaden drin. Naja. Alles nicht so wichtig. Wichtig ist Zähigkeit, Leute. Zähigkeit, Zähigkeit, Zähigkeit. Okay. Ich zeige euch nochmal eben kurz meine Werte. Hier unbufft 97 Millionen Zähigkeit. Und wenn ich Entsetzen drücke, wie vorhin gesagt, wupp, erhöht sich das einfach mal auf 121 Millionen Zähigkeit. Meistens hat man noch irgendeinen in der Gruppe, der hat zum Beispiel einen Mönch, der alle Auren anhat, dann habt ihr mal eben hier 150 Millionen Zähigkeit. Das geht ruckzuck. Und ihr könnt es halt dauerhaft aufrechthalten, ne? So, wie man das sieht, 121 Zähigkeit. Bing, immer noch 121 Zähigkeit. So, super geil. Schaden, unwichtig. Braucht ihr nicht. Das Wichtigste, was ich meine, ist halt wirklich, dass ihr die Widerstände auf euren Items erhöht. Damit drückt ihr die Zähigkeit ordentlich nach oben. Okay, das war's soweit zum Equip, das war's zur Skillung, das war's zum Paragon-Level, das war's zu den Steinen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie das Ganze in Natura aussieht. Und dafür gehen wir einfach mal Hain des Wehklagens. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das meine Lieblingsmap. Wir gucken mal. Wir spielen das Ganze hier auf... ja... Das geht ja gar nicht. Wir spielen hier gerade auf normal. Warte, warte, warte. Das geht ja gar nicht. So.
War aber Qualsex eingestellt. Ja, irgendwie ist das hier meine Lieblingsmap. Ich weiß auch nicht wieso. Es gibt immer so eine große Mobgruppen, die sind auch nicht so schnell. So, wir sind hier natürlich auf Qual 6 unterwegs, Hardcore. So, ich laufe jetzt einmal mal durch, pull mal ein bisschen was. Wir ziehen die zusammen, machen Entsetzen an. So, und jetzt bewegen die sich kein Stück. So. Ich brauche hier nur in der Nähe stehen, einfach hier drum rumlaufen. Ich brauche nicht mal laufen, ich kann auch einfach. Lustig, wie ich bin, so hier rumstehen. Ich kann dann die Leute wieder ranziehen. Und eure Freunde machen einfach den Schaden. Und ich drücke natürlich hier nochmal Heimsuchung dann auf die Gegner. Die gehen auf mehrere über. Und somit macht die Gruppe nochmal mehr Schaden. Zwischendurch kann ich natürlich den großen bösen Voodoo zünden, falls natürlich die Elite-Packs dazwischen sind, die ein bisschen härter sind. Oder halt der Bosskampf aktuell gerade ist. Ja. So, guck, da kommen sie schon wieder. Wollten sie mich gerade angreifen, haben sie aber nicht geschafft. Sie sind immer noch gestunt. Dumm, dumm, dumm. Ich kann die ganze Zeit hier stehen bleiben. Also es würde jetzt nichts mehr passieren. So, ich bleib stehen. Dumm, 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 dumm. Und die Gruppe kann in Ruhe Schaden machen, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwie Schaden erleidet. So, dementsprechend ist das, finde ich, der genialste Tank für Hardcore und große Greater Rift Stufen. Wie gesagt, 40 plus ist auf jeden Fall machbar. So, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich lasse die Leute hier noch mal ein bisschen schmoren. Ich selber mache ja keinen Schaden, aber ich kann sie, ne, ein bisschen beschäftigen. So, falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Sachen, die ich nicht richtig erklärt habe, dann schreibt sie einfach drunter. Ich würde mich freuen. Vielleicht könnt ihr mal das noch ein bisschen optimieren. Also, bis zum nächsten Mal, euer Goblombo.